Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück, Elden Ring, unter dem Schatten des Erdenbaums, das große Add-on. Wir haben riesig viel zu tun, haben das letzte Mal so eine Quest ein bisschen vorangebracht und dann in Erfahrung gebracht, dass wir möglichst nicht Mesmer legen. Den würde ich natürlich eigentlich wegfegen jetzt, aber rein wegen der Quest machen wir das jetzt nicht. Und lassen ihn jetzt noch mal ein bisschen leben. Und schauen mal, dass wir jetzt ein bisschen vorankommen mit dem, was wir da so getriggert, gestartet haben. So. Und guck mal gleich den Vordereingang der Burg. Das wollten wir nämlich noch machen. Mal eben schauen. Ist hier noch irgendwas in dieser Kirche? So, rechts neben der Kirche ist ja hier. Was soll hier noch sein? Schauen wir mal. Hier war ich ja offensichtlich noch nicht. Törichterweise. Jetzt hätte ich ja... Ah, da kommt so ein kleiner... Oh, wer weiß, ob der mir in den Rücken gefallen wäre. Ja, so wie der hier, ne? Oh Gott, der hat seine Freunde gerufen über Ultraschall. Ah ne, oder? Jetzt fliegen sie wieder weg. Du hast noch richtig geilen Stuff vor dir, werde dich beim Urlaub komplett durchschauen. Ja, Hammer! Aber ruinier dir nicht den Urlaub, Maxim. Haben wir in diesen Becken schon mal? Das sieht ja auch so geil aus. Was ist das? Ach so, einfach nur ein Skelett. Nee, warte mal. Kann man sich mit dir unterhalten? Hallo? Der schläft doch. Vielleicht muss ich tagsüber wiederkommen. Kompletter Podcast plus Bossfights ist genau mein Ding. Dem ist kalt, ja, aber wenn ich jetzt hier ein Feuerchen entzünde, das ist doch Nacht. Der schläft. Warte mal, kann ich in den reingucken? Nee, den hau ich nicht tot. Also das ist kein Gegner, den kann ich nicht anvisieren. Eventuell wird der nochmal wieder aufwachen. Ich habe schon mit dem geredet, ne? Ich töte den nicht. Der sieht zwar schaurig aus, aber man sollte Leute immer nach den Innereien beurteilen und nicht nach Äußerlichkeiten. Du kannst den heilen? Wie kann man heilen? Ernsthaft? Das ist ja geil. Habe ich einen Heilstein? Mal gucken, ob ich sowas besitze, ha? Besitze ich einen Heilstein? Sowas habe ich noch nie benutzt. Kann ich den einfach bauen? Verbrauchsgüter. Schriftstein. Das sind diese Fette. Wärmender Stein. Das hier. Crafte ich mal einfach 5. Okay. Jetzt bin ich aber neugierig. Wo habe ich jetzt? Weiß ich gar nicht, wie das aussieht, das Ding, was ich gerade gebaut habe. Da, wärmender Stein. Jetzt bin ich gespannt. Shabi! Hallo! Ey, guten Morgen! Willkommen zurück im Reich der Lebenden! Hey! Jetzt wühlt er direkt in der Erde. Guck mal, er hat richtig Hunger. Da muss ich erstmal so ein paar Regenwürmer da rausfriemeln. Lass mich mal gucken, wo ist das nächste Bonfire? Ist. Oh, da muss ich weit reisen, ne? Ist wahrscheinlich schneller, einmal kurz rauszugehen. Oh.
Mal gucken, was er jetzt sagt. Es müssen ja Worte der Dankbarkeit sein. Oh nein, achso, jetzt hängt er da wieder in der... Ah. Oh. Danke. Naja, er zeigt sich... Er ist kein Mann großer Worte, aber er zeigt sich dankbar und das kann ich respektieren. Es gibt andere Leute hier, die sind weniger dankbar und deswegen ist das schon okay. Was ist... Was können wir bauen? Heilig sichere eingelegte Leber. Na, das ist doch toll. Ich sollte viel mehr so Crafting-Sachen auch nutzen. Ich sammle ganz viele Sachen ein, die hier so auf dem Wegesrand liegen und crafte total wenig. Insbesondere bei den Bossen ist, glaube ich, das ein probates Mittel, durchaus mal zu probieren, was Geiles zu craften. Okay, aber dann reiten wir jetzt mal gemeinsam... dahin. Mal gucken mal, was da noch ist. Oh, warte mal, ist das ein Topftyp? Nee, das ist kein Topftyp. Hey, BB! Herzlich willkommen! Hallo, BBs! Ich glaube, ihr habt Civilization gespielt, ne? Schön, dass ihr da seid. Wir spielen Elden Ring, das Add-on Shadow of the Erdtree. Das ist natürlich jetzt erstmal nicht so ein BB-Spiel. Das ist kein Strategiespiel. Wobei auch die Bosskämpfe durchaus strategisch sein können. Okay, richtig. Guten Tag. Ach du Scheiße. Fuck. Okay. Oh, einfach mal durch die Beine laufen. Oder mache ich den nebenbei Platz? Ist das eine gute Idee? Oh, vergessen zu spät. Spring! Spring! Ihr seht, liebe Freunde von BB, das ist auch ein Stück weit wie mit Maurice zu kämpfen hier. Wie mit Maurice in Civilization ist ein Stück weit das hier mit diesem Riesen hier. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ah, zu früh. Ah, komplett falsches Timing. So, ja, das machst du, genau das machst du jetzt. Ne, jetzt ist er wieder weg. Der soll sich mal hinsetzen. Der muss sich doch mit dem Gesicht auf den Boden und dann kann ich ihn ganz oft hauen. Oder? Keine Ausdauer mehr. Fall, fall, großer Riese. Was? Ach, grüne Leute. Haben Sie das gesehen, werte Herrschaften? Was halten wir von dieser Situation? Wie bewerten wir sie im Verhältnis zum nicht gegebenen Handelfmeter? Was ist skandalöser? Okay, das ist ja einfach Gott zu frech gewesen gerade. Mist. Wie konnte das geschehen? Da habe ich kurz nicht richtig aufgepasst. Schwalbe war das, ja. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob... Also es müsste eigentlich so funktionieren. Der erste Feuerdrache... Nee, das ist ja kein Drache. Feuerriese. Feuerschalenriese. Da musste man ja die ganze Zeit... Ich weiß nicht, ob es noch eine bessere Art gibt, aber da habe ich die ganze Zeit gegen die Beine gekloppt. Und irgendwann ist er dann mal kurz mit dem Kopf zu Besuch gekommen und dann habe ich dagegen gehauen. Und dann war alles gut. Ich nehme mal an, das wird hier genauso funktionieren, aber das ist natürlich sehr langwierig. Vielleicht gibt es auch eine bessere Methode. Ey, wo ist mein Essen hin? Habe ich das? Oh shit. Geduldsspiel ist das vor allem, ne? Uhu! Oh shit, okay.
Okay, da habe ich wieder falsches Teil. Ah, nee, geht, geht. Mein Pferdchen ist aber ein bisschen hinüber gerade. Direkt. Ah! Ich wollte schnell ein bisschen Distanz zwischen ihm und seinem. Ah, scheiße. Oh. Au, au. Au, au. So, jetzt. Jetzt macht er wieder irgendwas Fieses, glaube ich. Oh nein, eine fiese Attacke. Oh Gott. Jetzt wird er richtig sauer. Stinkigkeit ist aktiviert. Und jetzt kommt Vulkanausbruch. So. Jetzt aber wieder gut. Hat er sich ausgetobt? Oder? Hat er sich ausgetobt? Ich weiß nicht, ob er sich ausgetobt hat. Nein, offensichtlich nicht. Scheiße. Oh, jetzt macht er das auch zweimal hintereinander. Das gibt's doch gar nicht. Es ist kein Vulkan der Welt, kann zweimal miteinander ausbrechen. Das gibt's einfach nicht. Der Einzige, dem ich das zutraue, wäre vielleicht Klaus Kinski gewesen oder so. Ein berühmter Vulkan in der Eifel. Gibt's nicht mehr. Da hinten steht er, ne? Und der ist auch überhaupt nicht bemüht, sich in irgendeiner Form zu verstecken oder irgendwie ein bisschen Bescheidenheit an den Tag zu. Nein, er steht da breitbeinig. Man sieht ihn schon auf 1000 Meter Entfernung. Also erstmal will ich jetzt bitte sofort meine sterblichen Überreste haben. Okay, der ist einfach richtig. Jetzt. So, den müssen wir jetzt noch machen. Was kommt jetzt? Explosion. Oh, jetzt kommt wieder Magma-Pistole. Irgendwer beschießt mich auch noch zwischendurch. Armbrustbolzen. So, machst du jetzt wieder zweimal oder reicht das jetzt mal eben kurz? Jetzt will er mich treten. Ja, natürlich trittst du mich jetzt. Oh, scheiße. Okay, das ist der Tod. Er kündigt sich an! Oh, ich darf doch nicht so oft bei dem sterben, das ist doch totaler Quatsch. Ich wollte doch einfach nur ihm gegen den Fuß hauen, bis er vorn überkippt und dann haue ich ihm ins Gesicht und dann war's das. Aber nein, jetzt wird das wieder so eine langatmige Show mit ihm. Dass ich jedes Mal wieder meine Seelen zurückholen. Vielleicht sollte ich einfach zu ihn mal kurz ignorieren und zum Schloss reiten, wie es ursprünglich geplant war. Von dem weichen wir mal aus. Ich habe keine Lust, noch mit dem zu reden. Das war nicht unsere Absicht. Wir wollten durch dieses Tor zum Vordereingang. Wir können immer mal wieder zurückgehen zu dem Typ. Der wartet ja offensichtlich auf uns. So, die fand ich auch sehr unhöflich. Deswegen hat er jetzt eine Narbe zum Nachdenken. Wenn er nach Hause kommt, fragt die Gemahlin: Oh, Schatz, was hast du gemacht? Du hast doch gesagt, das ist der sicherste Ort, an dem man sich versetzen kann. So, den ignoriere ich kurz. Aber wie er mich aber nicht ignoriert. Das ist, okay. Man kann sein Höllenfeuer nicht auf diese Wachen platt machen eigentlich? Was? Oh, fuck. Ja, los. Nein, aber nicht mich auch. Ach. Das war eigentlich eine gute Idee, dass sein Feuer die Arbeit für mich erledigt. Aber mein Pony hat einfach den Geist aufgegeben. Mein Pony hat einfach mittendrin gesagt, nee, mach ich nicht mit. Jetzt reiche ich da schon wieder hin. Nelly. 2 Urlaube gebucht, 6 Stunden vor dem PC. Jetzt kann ich endlich zusehen. Ja, Hammer. Das ist doch gut. Wohin geht's denn? 2 Urlaube direkt gebucht. 2. Es befindet sich ja sicherlich in diesem Vorposten auch das ein oder andere interessante Leckerli. Sodass ich überlegen könnte, ob ich da jetzt wirklich nochmal alles platt mache. Aber dann muss ich mich zwangsläufig auch mit dem Blutboy hier auseinandersetzen.
Das kann ich jetzt eigentlich auch ein bisschen nach hinten verschieben. Aber ich habe ja schon gesehen, da leuchtete so ein Item noch in dem Zelt. Hier. So, da, aber das ist doch super. Dann lenk mal dein ganzes, ja, deine ganze Feuerkraft, lenk sie einfach hier rein. Das ist okay mit mir. Komm. Komplett hier. Den hier auch. Ja, da gehen sie alle down. Ja, das ist ja... Ich nutze den erstmal. Ich bin, guck mal, das ist, so wird das Spiel gespielt. Ich ärgere den. Aber hier bin ich. Los, komm her. Kannst du nach mir treten oder was auch immer dein bevorzugtes... Los. Er löscht sie alle aus. Oder nee, er löscht sie nicht aus. Er macht genau das Gegenteil. Er zündet sie an. Los. Los, du kannst das ganze Lager leer räumen. Los, jetzt. Mach irgendwas. Ja, 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 jetzt nochmal einmal dieses Tretding oder so. Oder auf den Boden stampfen, irgendwas. Ja, 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 das ist gut. Yes! Oh, du machst die ganze Arbeit für mich. Ja, jetzt tritt nochmal nach mir. Also, das ist egal, das kann ich ab. Super! Ja, guck mal, was ist jetzt hier noch übrig? Nicht besonders. Oh, jetzt macht er wieder diese gefährliche Geschichte. Aber jetzt sind wir auch Kumpels. Jetzt habe ich das Gefühl, wir ziehen an einem Strang. Ganze Lager. Ja, sehr gut. Dann tob dich richtig aus. Da kann ja nichts mehr am Leben sein. Oder einer noch. So, steht jetzt hier, steht einfach nichts mehr. Nur noch Sachen zum Einsammeln. Und der arme Typ hier. Einer lebt noch und der denkt sich auch, ah, wo sind denn alle? Ja, das ist einfach, jedes einzelne Zelt ist abgebrutzelt. Nichts ist mehr da. Das Schlafzelt, das Kantinenzelt, das Bibliothekszelt, das Offizierszelt, das Freudenzelt, das Zeltzelt. Nichts ist mehr da. Alles weg. So macht es viel einfacher zu looten. Wieso nicht mehr die Zelte durchsuchen? So, hier steht noch ein bisschen was. Ach Gott. Das ist ja fast schon... So. Aber sind die denn nicht auch ein Stück weit von der Nachbarschaft dieses Feuertopfmannes ein bisschen irritiert davon? Oder leben die einträchtig nebeneinander? Oder haben sie... Vielleicht haben die so mehrmonatige Kurse bekommen, wie man den nicht provoziert. So kurz bevor sie hier abkommandiert wurden in diesen Außenposten, mussten die so einen Lehrgang machen. Also pass auf, Leute, die erste Regel ist, erzürnt nicht den Feuertopfdämon. Okay, egal was ihr macht, ihr dürft auf gar keinen Fall den irgendwie sauer machen, weil der rastet richtig aus. Und dann komm ich. Was ist das hier eigentlich? Oh, er will nach mir treten. Okay, das ist eine dumme Idee dazu. So, jetzt laufe ich aber mal schnell weiter. Okay, jetzt bin ich gleich wieder tot. Scheiße. Uiuiui. So, lasse ich ihn mal links liegen. Genug Spaß mit ihm. Alter Schwede. Genug Spaß mit ihm gehabt. Ich reite jetzt durch dieses Tor. Scheiße. Wir können hier wohl nichts treffen, oder der mal einfach... Jetzt verbrennt er noch diesen Fahrstuhl hier. Ist hier noch irgendwas anderes? Boah, ich hau mal schnell ab. Oder kommst du hier etwa rein? Nein, ne? Kann ich dich hier reinlocken? Jetzt löst er sich in Luft aus. Jetzt ist er gebeamt. Also hat er sich gebeamt. Okay, also was haben wir denn jetzt hier? Oh, hier ist erstmal noch eine Gnade. Wir haben recht viele
Seelen dabei. Aber wir brauchen fast noch 100.000, um noch ein Level zu machen. Aber wenn jetzt hier noch ein Boss ist, dann muss ich jedes Mal die Seelen aufsammeln, das hasse ich. Also wir brauchen 218.000, also 90.000 Seelen müssen wir jetzt zusammenkratzen und dann können wir die Seelen ausgeben und dann muss ich mich da nicht mehr drum kümmern, falls da ein Boss ist. Die will ich mal behalten noch, weil ich nicht weiß, ob man mit der noch irgendwas machen kann oder ob die nur für die Runen ist. Okay, ich frage einfach, wisst ihr, diese Marikas Rune, braucht man die noch für irgendwas anderes? Oder ist die nur für die Runengewinnung? Nur für Runen. Ah, okay. Ja gut, dann kann ich die einfach guten Gewissens essen. Hatte ich gesagt, 90.000 hatte ich, glaube ich, gesagt, brauchen wir, ne? Also jetzt noch 10. Ja. So, dann snacken wir noch. Ne. 2 Fünfer. So, erstmal können wir hier. Nice. Sehr gut. Das heißt, wir sind schon auf 10. Und dann machen wir nochmal Geschick. Da ist ja 60 das Level Cap. So, und dann einfach mal rein. Wir werden ja sehen. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Alles klar. Ach so, einen hatte ich doch schon kennengelernt. Ey, warte mal, ganz kurz. Ich wollte deine Schönheit bewundern. Also jetzt mal, können wir einmal ganz kurz uns darauf einigen, dass ich auch was hab vom Leben. Denn wer wüsste, dass ich seinen Vetter schon platt gemacht habe, würde der wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen mehr sauer sein. Alter, ich bin gerollt. Das fand ich jetzt nicht in Ordnung, dass der Schiedsrichter da nicht eingreift. Oh, weg. Jetzt hänge ich natürlich hier fest. Sehe ich ihn nicht? Warten Sie bitte. Okay, das hat überhaupt nichts gebracht. Ich hab kein Schwert. Was ist das denn? Ey! Nimm doch mal das Schwert in die Hand! Okay. Jetzt kann ich zum ersten Mal überhaupt was machen. Die neuen. Weg. Weg. Jetzt kommt der nicht mehr weg. Weg. Alter. So, jetzt geht's erst richtig los. Scheiße, das ist. Okay. Scheiße. Ein Stachelschwein! Der ist jetzt einfach mal ein Stachelschwein. Der kann seine Gestalt ändern. Okay.
Easy, das war jetzt einmal zum Reinschnüffeln. Das war jetzt nur einmal zum Reinschnüffeln. Jetzt weiß ich ja, wie der aussieht und was der macht. Und jetzt geht's erst los. Das schneide ich auch raus aus dem Video. Wir sagen einfach, okay, die Seelen, die da liegen, sind nicht von mir. Okay. Ich finde kameratechnisch eine glatte 1. Okay. Kameratechnisch. ich glaube, ich sollte nicht so dicht an die Arena-Begrenzung gehen. Ich muss ihm ein bisschen weiter entgegenlaufen. Da sieht man ja gar nichts. So. Das goldene Nilpferd sollte mir jetzt. Ob ich einfach in ihn reinrolle. Das ist ja wieder ein richtig guter Auftakt gewesen. Warte. Oh, okay, das war wehgetan, das weiß ich, hab ich gemerkt. Okay. So, jetzt ziehen wir mal ein bisschen weg von der Wand. Okay. Oh, ich habe aus den drei gegessen, glaube ich. Scheiße. Oh Mann, ey. Da wird nichts. Stehe ich nicht. Boah, das ist Stachelschwein-Attacke. Na gut, da hatte ich nicht mehr so viele Lebenspunkte. Das ist ja ein ganz schön wilder Geselle. Ich habe jetzt noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, was am besten gegen den wäre. So, für Setup. Feuer ist vielleicht ganz geil gegen den. Ich fand das mit dem Eis jetzt aber auch ganz gut. Ich muss einfach versuchen, so ein bisschen an seiner Flanke zu kleben. Was habe ich jetzt hier für ein... Ich könnte ein bisschen mit dem Bild rumspielen, aber ich habe das Gefühl, ich schaff's auch so. Ich bin noch so ein bisschen in der Überheblichkeit. Ja. Ich glaube, das kriegen wir jetzt hin. Jo, hololo, jo. Einfach das ein. Oh, ich sehe nichts. Das
jetzt geht es erst richtig los. Oh, ich roll ihn direkt ins Maul. Da sieht doch nichts, der Nils. Jetzt macht er seine Ultra, seinen Ultra-Point. Nein, nicht ins Maul! Nicht ins Mäulige! Oh, er hat einen Hack nicht mit seinem Gesicht. Ja. Oh, das ist mein Ende. Mit Ansage, weil ich mich nicht heilen wollte. Na gut. Weiß nicht, gegen was er schlecht ist. Also Eis hat ein bisschen was gebracht, Blut ist auch okay. Ich kann mir vorstellen, dass der auch keinen Bock auf Feuer hat. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich bin zu arrogant, um jetzt irgendwas... Ich habe das Gefühl, ich schaffe das auch so. Muss mich nochmal ein bisschen zusammennehmen. Ein Popo rein. Oh, wow. Hilfe, 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 Hilfe. Okay, da war ich zu gierig. Da war ich richtig geierig. Geierig, gierig. Ich hätte einfach mich in Ruhe heilen können. Aber ich habe gedacht, wenn ich in dieser Transformationsphase kurz einmal noch einen Streich gebe, das ist vielleicht auch gut. Ich muss wieder zurückkommen in das Mindset, dass es jetzt ein ernstzunehmender Boss ist. Ich habe den nicht ernst genommen, weil ich habe vorhin schon mal, das ist vorhin, neulich, hatte ich schon mal einen ähnlich gearteten Kollegen hier getroffen in der Wildnis. Ach Gott, bin ich dumm. Und das ist ja aber ein ganz anderes Kaliber. So von der. Außerdem hat der auch ganz einfach durch die Kamera offensichtlich auch gegessen. Heile ich mich in den Momenten. Timing ist auch nicht schlecht. Oh Gott, ich bin so schlecht. Aber er ist halt auch einfach eine miese Kreatur. Er hat auch so Alligatorfüße. Das ist ein kompletter Hybrid. Lord Pupsnase, vielen Dank. Das ist, guck mal, der hat, als wenn Gott sagt, okay, kennt ihr diese Bücher, wo man so Beine, Oberkörper, Kopf dann immer so verändern kann? Und der hat jetzt einfach ein Alligatorfüße? Dann hat der Nilpferd Maul und Nashornhorn. Da, mein Timing immer noch leicht auf, aber nur leicht und leicht manch hart. Aber sein Kopf ist auch irgendwie so ein bisschen Nacktmull oder so. Ich sollte weniger reden und mehr kämpfen.
Ich bin ins Maul reingerollt. Er muss nur noch zumachen. Das ist ja wirklich widerlich. Der macht sein Maukengesicht einfach auf und ich roll da so rein. Wie so jemand, der gegessen werden will. Es gibt ja auch manchmal so Tiere, die wollen gegessen werden. Wie bei Anhalter durch die Galaxis. Da gibt es auch diese Kuh, die einfach gegessen werden will. Weg jetzt. Ja, jetzt mal abhauen. Im Idealfall einfach mal weg. Ich mache keine gute Figur. Ich finde so Kreaturen auch, es gibt, also wenn ich so einen humanoiden Gegner habe, da kann man so ein bisschen, aber der ist ja, da kämpft man ja mehr gegen die Kamera. Wo ist er jetzt? Da hinten ist er. Ich renne dir direkt in sein Maul rein. So, Popo angefrostet. Das ist ein frostetes Nilpferd. So, jetzt hat er ein bisschen Frost, glaube ich. Oh no, er kommt hier angebackelt. Ich rieche ihn hinter mir. Nein! Ja. Nein, das ist der Tod. Ich wusste, dass es mein Ende ist. In dem Moment, als er nach mir geschnappt hat. Schweinemann, ey! Hör auf jetzt! Ist jetzt nur so ein Pfeilhagel. Jetzt ist auch noch ein Stachelschwein. Er ist halt einfach 8 Tiere in einem. Das ist ein bisschen anmaßend. Blasphemisch fast schon. Du kannst nicht 4 Tiere auf einmal sein. Wer hat dir das erlaubt? Ich komm gar nicht mehr aus der Heilfalle raus hier. Oh, es kann wieder so Ekelhaftigkeiten. Wow, die ist stark. Das ist einfach nur frech. Ich wollte das vermeiden! Doppelkill. Doppelkill. Doppelkill, ist mir egal. Nilfert ist down. Dieser freche Kerl. So, gib mir meine Seelen da hinten. Die müssen ja 200.000 Mark wert sein jetzt. So. Das war jetzt ein bisschen... Guck mal, das ist auch geil hier, oder? Das müsste die kürzeste Distanz, horizontal betrachtet, zwischen zwei Gnaden sein, die es gibt. Also das ist meine amtliche Distanz, warum sie das noch eingeführt haben. So, was haben wir denn bekommen? Aspekt des Schmelzziegels Dorn. Er schafft eine Masse aus Dornen auf dem Rücken, um die Gegend zu durchkämmen. Was? Um die Gegend zu durchkämmen? Das klingt ja richtig geil. Aber warum Glaube 27 für? Ach Mensch.
Aspect is Dawn, okay. Aspect is Dawn. Bisschen wie bei Rocky, ne? Guck mal, wir haben zwei. Das macht fett mit Cordon. Yo, ich glaube, wir brauchen jetzt 221.000. Dann snacken wir doch noch mal kurz. 15, 17. Bob. Und wir müssen natürlich ein bisschen rechnen. Was haben wir jetzt hier? Oh, reicht das schon? Oh, ich glaube ganz knapp nicht, oder? Ach. 212 brauchen wir noch. Na gut, das ist auch hier. Jetzt kommen wir nehmen eine davon. Du hast doch Blitzbolzenasche oder wie die heißt. Ja. Habt ihr eigentlich gemerkt, gerade bei dem Kampf, wie ich die ganze Zeit dachte, okay, ich muss ihn nur noch einmal treffen. Und dann dachte ich, okay, das ist da scheißegal, ob ich Schaden nehme. Ich will den ja nur einmal treffen und dann ist er weg. Und dann habe ich ihn die ganze Zeit nicht getroffen und dann hat er mich nochmal gefressen und alles. Und dann habe ich schon, das kann überhaupt nicht sein. Wieso geht das denn jetzt nicht? Unglaublich. So, noch ein letztes Mal Geschick. So, Blitzbolzenasche. Gear Nils, ja, das war komplettes Gear, das war komplette Gear Nils Aktion gerade. Aber egal, wir haben es jetzt geschafft. Da links geht's dann ins Schloss rein, oder wie? Oh, da ist noch eine Tür. Okay, aber wenn die nicht von dieser Seite zu öffnen ist. Gucken wir mal, was hier ist. Aber der war, ich meine, der war ein bisschen nervig, weil die Kamera hat gerade genervt und der ist so ein wilder Typ. Der hat mich ein bisschen an den Löwen erinnert. So, was ist denn jetzt hier? Hallo? Was liegt da auf dem Boden? Hat der, ist das sein Gehirn? Oder was liegt da, was läuft da aus? Nee, ach so, das ist der Zipfel von seinem Helm. Tja, von wegen, ne? Ja, wir können ja gleich noch mal ein bisschen mit der Asche auch rumprobieren, ja. Oh, was hier? Hör ich auch noch nicht. Oh, scheiße. Lalala. Oh, scheiße. Was? Wer da? Oh, ich mich wohl versuche. Hey, Jungs! Habt ihr irgendwas gesehen? Was guckt ihr denn die ganze Zeit in den Abgrund rein? Ich hab euch gesagt, ihr sollt das Tor bewachen. Na gut, ist ja sowieso keiner mehr hier. Guck ich selber mal nach. Geh ich mal diese Treppe runter? Da wird doch wohl niemand gewesen sein, oder? Das hätte ich doch bemerkt. Okay, dann... Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört. Ja, ja. Ich habe ihn nicht getötet, die Schwerkraft war's. So, festliches Fett. Das Festfett. Hm, wer mag es nicht, oder? Wenn eine schöne Feier ist und man kriegt so ein richtiges Festfett serviert. Ah! Du Schwein, du hast das gleiche mit mir gemacht, wie ich gerade mit dem anderen. Wer bist du denn? Das war ja clever. Der hat sich meine Taktik abgeguckt. Und wollte mich hier den
Abgrund runtertreten. Hat er aber nicht geschafft. Oh, hier sind noch viel mehr. Ja. Jetzt müssen wir da mal rechts reinlunsen, ob da nicht irgendwas noch auf uns wartet. Nö. Aber den kriegen wir, glaube ich, oder? Kriegen wir den da über das... Nee, leider nicht. Der fliegt nicht genug. Schade. Da waren wir offensichtlich auch noch nicht. Da ist ja so ein Item da unter dem Baum. Da waren noch zwei weitere. Ich lasse sie mal hier rauskommen. Ich mag das Eisding. Also so als Element finde ich das super. Das sieht super aus und es hat irgendwie Style. So, ich glaube, der rechte ist ein bisschen stärker einzuschätzen. Deswegen versuche ich den mal zu backstabben, bevor der andere mich bemerkt. Naja, das ist also. Ja. Okay. Der hat diese Waffe, die kennt man auch aus Dark Souls, ne? Diese zwei Schwerter in der Mitte, ein Griff. Das muss ich ja alles nochmal machen. Ja, toll. Jetzt bin ich genau an dem Punkt, dass ich nämlich jetzt unvorsichtig werde. Gerade habe ich die so der Reihe nach gemacht. Und jetzt bin ich quasi ungeduldig, weil ich weiß genau, da kommt jetzt einer runter. Aber ich bin trotzdem massiv ungeduldig. Und das wird jetzt mein erneuter Tod sein, weil ich jetzt gerade nicht abwarten kann, dass der da kommt. Flache Rückhand. Genau, die hatte ich bei Dark Souls 2, ne? Diese Waffe, genau, da hatte ich die. So, kommst du mal hier zu mir? Ich hätte nicht gedacht, dass der nicht gestunt wird. Aber der wird offensichtlich nicht gestunt. Oh. So, und jetzt haben wir das gleiche Problem wie eben. Ich kann den zwar backstabben, aber der ist nicht instant tot. Lass mich mal kurz die Lage hier eruieren. Erstmal hole ich mir zurück, was mir gehört. So, ich könnte jetzt ein Steinchen werfen oder sowas. Da ist ja eigentlich auch nur das Item. Ich könnte da runterhüpfen und dann weglaufen. Das ist doch der Weg, den ich gekommen bin. Das ist auch der Bossraum. Ja, hol ich mir das Item und lass mich fallen. Okay, sie ist überhaupt nicht an mir interessiert. Okay. Vielleicht ist das so eine Art Friedensangebot. Ich meine, die gucken sich ganz offensichtlich da diese 6-7 Speere an. Die wissen ja genau, wie die aussehen. Ist ja nicht so, dass die neu wären. Ich glaube, das ist ein Friedensangebot, dass die sagen so, ey, wir tun so, als wären wir dich nicht sehen. Wenn du da mitmachst, okay, alles klar. Ich glaube schon, dass das von denen so gewollt war. Ja, jetzt könnten wir hier runterhüpfen. Aber wir können ja auch nochmal da oben lang gehen. Guck mal einmal kurz noch die Treppe rauf. Was hier noch ist. Oh Gott, 1, 2, 3, 4, richtig viele Leute. Aber warte mal, nee.
offensichtlich war er hier noch nicht. So, was mache ich jetzt mit euch? Feuerlanzenmann. Oh Gott. Hey, okay, warte. Ey, okay, jetzt bin ich aber sauer. Mich geärgert. Ich ärgere sie zurück. Okay. Was ist da unten? Diesen Weg bin ich doch bestimmt schon gegangen. So, dann geht's. Hier hatte ich noch gar nicht richtig geschaut. Da. Oh, da liegen auch noch ein paar Items. Oh, da ist ein dicker Gegner. Der bewacht diesen alten Krieger. Den könnte ich komplett mit Pfeil und Bogen ärgern. Mach ich aber nicht. Und dann gucken wir nochmal hier rauf. Was ist denn das? Oh, fuck. Wer hat denn da gerade geschossen? Hat er mich schon gesehen? Wo geht der raus? Na, der geht jetzt einmal im Kreis. Okay, der Typ da hinten, der wird mich natürlich verraten. Ich habe gerade ein leichtes Déjà-vu. Ich warte einfach, bis der hier hinter mir ist und versuche, den zu backstabben. Ich hoffe, dass ich schneller bin als der Bogenschütze. Sieht der mich hier? Nee, oder? Meine Schwerter. Könnte er vielleicht sehen. Aber ich gucke ja gegen die Wand, der kann mich gar nicht sehen. Alter, hat der eine mächtige Keule. Okay, das war. Oh nein, er hat noch was Bösartiges im Gepäck. Da bin ich nicht mit gerechnet, das war dumm. Das war arrogant. Oh, der doppelte Dreher. Der vierfache Dreher. Der achtfache Achsel. Hey. Flache Ritter. So. Also hier sind ganz schöne Rittersleut zugegen, muss man sagen. Oh, ich habe auch. Aber ich kann ihm da nicht so richtig auf den Kopf hüpfen. Von da. Ich weiß nicht, wenn ich Anlauf nehme, springe, vielleicht kann ich ihn auf den Kopf hüpfen. Ich weiß es nicht. So. Hier sehe ich doch noch eine Tür. Och, das. Wie oft? Diese Meldung. Was ist da? Ein Fahrstuhl? Das ist eine Leiter. Okay. So, dann. Item. Was ist hier? Also ich muss doch irgendwann. Oh, warte mal. Ha! Sind das die Boote, die ich damals gesehen hatte? Oder sind das andere, baugleiche? Jedenfalls befinde ich mich jetzt wahrscheinlich dann an der Außenseite dieser umfangreichen Bibliothek da. Diesem Studier.
ist das? Studierkathedrale. Ich weiß nicht, wie nennt man das? So, hier gibt es doch wahrscheinlich wieder Ärger. Mit irgendjemandem. Ah ja, die passen auf hier. Sind doch dieselben Heinis, die auch in diesem roten Gebiet des Hauptspiels sind. Oder? Also das gleiche Volk. Du Scheiße. Oh. Okay. Was wird denn hier runtergelassen? Ah, da ist schon wieder so einer von denen. Da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Gott. Die Frage ist, wann kehrt er um? Wann kehrt er um? Das ist spannend. Also irgendwas wird hier runter. Ist das vielleicht eine Werft? Wurden hier ursprünglich mal Schiffe runtergerollt oder was? Irgendwas muss es doch sein. Hier ist so eine kleine Kerbe und da und in der... Ne, da nicht. Doch hier. Also wofür sind diese Kerben? Entweder für so riesige Belagerungsmaschinen? Da ist ja eine kleine... Was wurde da hoch oder runter gerollt? Regen ableiten? Weiß ja nicht. Ich guck da jetzt noch mal rein. Ich muss mich ja irgendwann mal an den Punkt bewegen. Hier ist ein Fahrstuhl, ne? Ist das dann vielleicht die Tür da oben? Ich schätze mal, ich komme jetzt nach oben und dann kann ich durch die kleine Tür. Die wir gerade erspäht hatten. Oder? Oh, 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 aha. Hier sind wir jetzt. Alles klar. Und zwar auf der Ebene, direkt an diesem Bonfire. Okay. Verstehe. Okay, das ist der Zugang. Aber wir gehen direkt zurück. Ich setze mich auch nicht an die Gnade, weil ich jetzt so viele Rittersmann-Männer da platt gemacht habe. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal gegen die alle zu kämpfen. Auch nicht gegen diesen rot bemantelten Typ. Aber irgendwo muss ja noch die Geschichte sein mit dem... Ich bin ja auch viel weiter gelaufen. Das kann ja gar nicht diese Tür sein, oder? Warte. Das ist, wie komme ich denn überhaupt auf die Idee? Das ist ja hier gar nicht verbunden, obwohl, ne? Naja, egal. Jedenfalls muss irgendwo noch diese Tür zu öffnen sein. So, jetzt wollten wir uns diese Items angucken. Wir müssen ja gleich nochmal runter zu diesem imposanten Baum. Hi. Hi. Die sind echt tapfer, ne? Klein, aber tapfer. Kann ich respektieren. Oh, hier ist eine Leiter. Oh. Ah. Warte mal, sterbe ich da? Nö. Okay. Hab ich dich doch tapseln gehört. Mal.
nochmal runter. Okay. Habt ihr auch diese Kurzgeschichte übers Trockendock und die zum Tode Verurteilten lesen müssen in der Schule? Nee, aber ich kenne die Geschichte, also ich kenne die Legende, dass früher Menschen, die zum Tode verurteilt wurden, denen wurde die Wahl gelassen, ob sie zum Tode verurteilt und die Verschreckung auch genießen wollen oder ob sie bei einer Schiffstaufe, also wenn dies zu Wasser gelassen wird, die Bolzen wegschlagen. Weil es gab früher so Rampen und da wurden die dann so runtergelassen ins Wasser. Man musste aber irgendwelche Bolzen so wegschlagen und dann ist das Schiff so quasi über einem oder an einem vorbei und das war lebensgefährlich. Viele sind da quasi dann weggefetzt worden von dem Schiff. Aber wenn man es dann überlebt hat, dann wurde man freigesprochen. Und da ist natürlich der Gedanke, wenn man eine Chance hat zu überleben, es ist natürlich, jede Chance ist größer als den Kopf abgeschlagen zu bekommen und das zu überleben oder sowas. Von daher haben es wahrscheinlich viele gemacht. So, hier wird irgendwann vermutlich gleich mal Ende sein, oder wie? Und dann falle ich und dann plumpse ich rein. Hier ist Sensen. Joa. Hier ist nix. Vielleicht irgendwo eine geheime Wand. Unter dem Wasserfall. Warum ist unter dem Wasserfall keine geheime Wand? Das bricht mit allen Klischees. Okay, jetzt können wir die Leiter hoch, aber vorher schauen wir uns noch einmal um. Ob auf der anderen Seite noch was Tolles ist. Keine Zauberwand. So, achso, hier ist ja schon im Grunde genommen die Zauberwand, wenn man so will. Gut, so, dann die Treppe. Ah, ich war noch nicht bei dem Baum, also wir sollten uns jetzt auch nicht zu... Also wir sollten schon dran denken, dass ich nochmal zurück will. Und im Idealfall machen wir das, ohne zu rasten, damit die ganzen Typen nicht wiederkommen. So, wo sind wir jetzt hier? Keine Zauberwand. Oh, ein Gemälde. Guck mal, wir haben ein Geheimnis hier entdeckt. Gebiet der Drachen. Das müssen wir dann finden, ne? Irgendwo in der Welt. Nehme ich an. Das Werk eines reisenden Künstlers erinnert an das Gemälde Gebiete der Drachen. Das heißt, dieser Maler habe Landschaften verewigt, die Sterbende in den letzten Augenblicken sahen, bevor der Tod sie umarmte. Die Seele des Malers und die Spuren seiner letzten Momente kann man noch heute entdecken, wenn man den abgebildeten Ort untersucht. Okay. Das ist doch schön. Dann wieder hinauf. Hallo Nils, spielst du mal wieder was mit Florentin zusammen, fragt Floscho. Ja, habe ich vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Natürlich immer sehr, sehr gerne, aber das muss halt auch alles passen. Zeitlich. Florentin hat viel zu tun und ist gerade Vater geworden. Ich habe auch immer viel zu tun. Und dann müssen wir gucken, dass wir es schaffen. Es ist auch immer eine Frage, ob wir da so ein richtiges Commitment abgeben. Ist das Ding eigentlich an? Oder ob das eher vielleicht dann mal eine Session ist oder so, oder ob es was Längeres wird, das ist dann wieder ein bisschen schwieriger. Aber im Grundsatz bin ich immer für alles offen. Wenn Florentin anruft und sagt, ey, willst du nicht der Butterbande beitreten und einen Magic Clerk Archer spielen und gemeinsam in die Sturmfeste nach Orgrimmar, links von Azeroth, und da eine Taverne errichten, die Pub Boys, und da ein bisschen Geld scheffeln, ein bisschen Gold verdienen und so, würde ich schon drüber nachdenken. So, jetzt geht's ja da runter. Aber wir wollten uns erstmal noch... Was? Oh. Alarm, Alarm, runter beim Gemälde. Scheiße, habe ich was vergessen?
Oh Gott, ich habe was vergessen. Und das passiert jemandem wie mir. Aber das sollte euch ja auch ein gutes Gefühl geben, wenn selbst jemandem wie mir so ein Missgeschick passiert. Dann ist das ja auch völlig okay, wenn euch sowas passiert. Was habe ich denn da vergessen? Ich hatte mich doch eigentlich gründlich umgesehen. So dachte ich. Doch ich täuschte wohl. Jetzt sagt mir nicht, ich bin gegen jede Wand gerollt. Und hier ist eine Wand, gegen die ich nicht gerollt bin, oder was? Vermutlich die hier. Diese ist es, 100 Pro ist sie es. Ey, wisst ihr was, es ist so lächerlich. Ich bin im Vorfeld an 100 Wänden gegen, ich bin gegen 100 Wände gerollt. Ich komme hier rein, ich sehe das Gemälde und ich denke noch so, oh, da rechts könnte auch eine sein. Ah, nee, fuck it, ich bin jetzt gegen so viele Dinger, ich roll da jetzt nicht gegen, ich gehe jetzt zum Gemälde. Natürlich ist es hier. Ich schwöre, ich hab's gedacht. Unglaublich. Es ist immer die eine Wand, die man nicht berollt. Unglaublich. Jetzt muss ich wieder gegen jede rollen, weil ich das Gefühl habe, jetzt ist sie. Jetzt gibt's aber. Das ist okay. In dem Fall ist es okay. Ich hatte mal so eine Regel. Alter, da kann ich mit dem Sarkophag runterdüsen. Ich hatte mal so eine Regel, wenn ich irgendwo bin und ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich da wieder hin zurückkehre, sehr, sehr gering ist. Aber das ist hier so ein. Was ist das? Dark Souls 1? Oder Dark Souls 3, ich weiß es nicht mehr, wo man so einen Sarkophag runter. Dann ist es okay, wenn ihr sagt, da war noch was. Dann ist es in Ordnung. Jedes Dark Souls, ne? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ob es da nicht andere Möglichkeiten des Transports gibt. Dark Souls 1 war der Sarkophag zu Nito, ja. Du kannst auch das Siegel von Margot benutzen, um Area of Effect Schaden an den Wänden zu machen. Ah, dass man automatisch die dann freigelegt bekommt. Ja, das ist auch interessant. Okay, da geht's raus. Krass, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Wie groß ist das denn jetzt hier? Uff. Okay, hier sind erstmal. Okay, es ist ganz offensichtlich, sind es Einwegtransportmittel. Einige Leute haben auch es nicht überlebt, wie man sieht. Also die Überlebenswahrscheinlichkeit so eines Wasserfall-Sarkophag-Aufzugs ist offensichtlich sehr gering, weil die allermeisten Leute sind tot. Sie haben es nicht überlebt. Die haben es trotzdem probiert und haben überraschenderweise keinen einzigen blauen Fleck davon getragen. Was ist, jetzt bin ich schon wieder nervös. Soll mir das hier einfach nur zeigen, wie großes Glück war, dass ich es überlebt habe? Oder ist hier jetzt auch wieder irgendwas? Jetzt bin ich, ich wusste, dass das. Ach, es ärgert mich, dass ich nicht gegen diese Wand gerollt bin. Das wäre so viel geiler, wenn ich das alleine entdeckt hätte. Ich schwöre euch, ich laufe da vorbei und denke so, ach, da könnte ich auch nochmal probieren. Und ich mach's nicht. Und die eine Wand ist es. Ach, ich habe mich selbst um den Moment beraubt, das entdeckt zu haben. Sehe ich da eine Gnade? Ich sehe eine Gnade. Wow. Ah, guck mal hier. Siehst du? So endet man dann, wenn man sich keine Freunde macht. Dann macht sich. Oh, da ist was. Macht sich keiner die Mühe, einen. Zu bestatten, ein Ofengesicht. Das klingt wie eine Beleidigung. Ach so. Du Ofengesicht. Guck mal, es ist. Wie viele von denen liegen hier? 1, 2, 3, 4? Oh, das gab einen gigantischen Kampf hier. Schaut mal. Das sind mindestens 5, 6. Oh, hier, das ist ein Friedhof. Wieso kann ich jetzt hier meine Geisterasche, also meine Geister beschwören? Man kann nur Geister beschwören, wenn man sie braucht. Und das heißt, jetzt gibt es hier gleich wieder Ärger. Jetzt taucht hier wieder irgendwas aus den Fluten aus. Vermutlich das Geschöpf, was die hier alle vernichtet hat. Es gab einen epischen Kampf. Hier 18 von diesen riesigen Ofengesichtern
sind angetreten gegen irgendwas Unbekanntes. Und dieses Unbekannte wird gleich aus den Fluten sich erheben und sagen, ey, entschuldigen Sie bitte, was machen Sie hier? Und dann werde ich sagen, ja, ich töte dich jetzt. So. Jetzt habe ich immer noch nicht meine Flasks aufgefüllt, weil ich immer noch denke, ich komme gleich wieder zurück an den anderen Ort. Und ich will nicht, dass alle meine Feinde da wieder leben, weil ich dann genervt wäre. Aber ich will noch zu diesem Baum. Oh, war das hier noch so ein Baby? Wachsen die überhaupt? Die können doch nicht wachsen, die sind doch geschmiedet. Der ist der Geilste, der da an dieser Wand lehnt. Ach ja, alles klar. Hi. Ich habe jetzt 7 Flasks. Hi, hi, hi. Du, ich wusste nicht, dass du nicht tot bist. Ach du Scheiße. Oh, ist da noch einer? Nee, das war ein Baum. So, warte mal, ich reite mal kurz. Du kommst ja, du läufst ja nicht weg. Geh ich mal von aus. Ich geh mal davon aus, du bist jetzt immer hier. Du bist jetzt ja wach. Ich will aber mal in Ruhe gucken. Wir können später noch miteinander uns bekannt machen. Okay, das halte ich für extrem unrealistisch. Ich befinde mich im Inneren einer aus Stein gebauten Feste und es regnet einfach dieses magische Feuer. Finde ich Quatsch mit Soße. Ich hatte mich da extra verschanzt. Schade. Der Realitätsgrad des Spiels ist gerade massiv gesunken. Ähnlich wie die Welt hier. Ich hole mir jetzt erstmal meine Seelen wieder. Aber erst gehe ich hier rauf. So, ich bin dann glaube ich hier lang. Oh, da ist noch. Oh, jetzt erhebt der Johnny sich gleich wieder, wenn ihr aufpasst. Ihr müsst es gewesen sein. So ist es. Ich würde gerne in Ruhe erkunden, bevor der Typ aufwacht. Und schauen. Oh nein. Was lag hier noch rum? Brauchen wir das? Taujuwel. Manchmal gibt es ja so spezielle Ingredienzien, die sind nur an Orten zu finden. An gewissen Orten und dann nie wieder. Deswegen lohnt es sich in neuen Gebieten immer aufzusammeln, was einem angeboten wird. Oh, da ist so ein Sumpf, so eine Sumpfnatter. Hier, hallo. Ihr seid auch überall, ne? Was ist das für ein Gebiet hier? Das ist... Ah, warte mal. Nee, aha. Die Ruinen von unten. Aber ich komme nicht. Nee. Okay. Gucken wir uns jetzt erstmal in Ruhe alles an. Goddamn! Herzlichen Dank für den Support. Sehr nett. 4 Monate bist du jetzt schon bei uns. Die Zeit vergeht so schnell. Ich weiß noch, wie es am ersten Monat war. Da wusstest du noch nicht so recht. Ja, wer ist der Typ? Was macht der? Und dann hast du gesehen, wie entfesselt ich Elden Ring spiele. Und hast gedacht, hier bleibe ich, hier bin ich zu Hause. Und hast es keine Sekunde bereut. So, liebes Pony, muss mal kurz... Ah, hier ist ja gar nichts. Das? Warum bist du hier? Was machst du? Gibt es hier vielleicht einen Topfmann?
den wir für ein Schattenbaumfragment erschlagen können. Ich finde, das ist ein guter Grund. Es gibt niedere Gründe, um einen Geist zu entgeistern. Aber hier ist noch so ein Geschöpf. Kummervoll. Ich glaube, die haben es ein Stück weit auch erlöst. Das ist doch keine Existenz, da so in der Feuchtigkeit rumzusitzen. So, da war zu. Hier waren wir, glaube ich, schon. Ja. Also, wir sollten uns dann jetzt mal diesem Getier da stellen. Wir können ja auch nicht ständig jetzt jeden Boss. Aber da kann halt wirklich lange dauern. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich überlege gerade. Wenn ich jetzt meinen Frost. Warte mal. Wenn ich das jetzt einmal kurz froste. Muss ich einmal vom Pony absteigen. Und ist das noch was? Ah ne, das ist. Oh, warte mal, kann ich da hochklettern? Warte mal, ich glaube nicht durch diese Halskrause des Grauens. Ach, scheiße. Aber ich hatte kurz überlegt, über den Arm da so raufzukommen. Hier über diesen vielleicht, ne? Ja. Oh ne, das ist sehr glitschig. Nee, ich glaube, das ist so nicht gedacht. Wisst ihr, was geil wäre? Der ist ja eigentlich noch intakt, der Typ, ne? Wenn man von oben in den Kessel reinspringen könnte und dann könnte man den wie so ein Roboter, wie so ein, ja, wie so ein Titan steuern. Wäre das nicht ein Magic Moment auf einmal, wenn das ginge? So, genau, was ich machen wollte ist, ich wollte einmal kurz meine Klinge hier. Das müsste doch eigentlich gegen diesen feurigen Hans, müsste doch jetzt mein Eisbeißer. Oh nein, jetzt macht er das, jetzt wo ich an ihn ran wollte. Mein Eisbeißer. Bricht er jetzt nochmal aus? Macht es wieder ein doppelter Ausbrecher? Ja, scheiße. Ach. Er bricht öfter aus als El Chapo. So. Jetzt habe ich kein Eis mehr. Ja, danke. Hashtag. Danke. Och, hör auf! Nicht original unter seinen Fuß geritten. Oh, oh fuck, das könnte schwierig werden. Der hat noch leider ein bisschen Feuer gefressen. Treten an mir. Der hat mich irgendwie von Pony geholt. Oh, Feuerfußaktion! Alter, was? Nein! Was war denn das? Das war die doppelte Eisenhand. Oh, guck mal, da sind so Menschen verbacken. Habt ihr das gerade gesehen am Fuß? Habt ihr das gesehen? Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich könnte ja eigentlich auch mal... Hm,
Sehr, im Grunde genommen ist es ja kein körperlicher Schaden, sondern eine sehr erfende Feurigkeit, ne? So. Und. Ja. Warte. Das ist ja, alles ist feurig. Wir gehen mal in die Gewürzmischung rein. Auch das, ich meine, das dauert so lange, das ist eigentlich total egal, aber. Obwohl Resistenz ist, glaube ich, schon richtig, ne? Das macht ja Feuerschaden. Ja, ich glaube. Das ist eigentlich schon das Richtige. Das haben wir ja schon. Eis wäre Magie. Ich könnte ja meinen. Naja, ach, wir machen das schon so, das ist okay. So. Ich habe dieses physischen Schaden-Ding habe ich gerade weggemacht, weil ich eigentlich ja Feuerschaden nehme. Klar, jetzt eben hat er mich natürlich gekloppt. Oh, wenn ich jetzt da rein was reinwerfen könnte, das wäre doch herzallerliebst. Der hat original direkt gecampt an meinen. Oh shit, er will nach mir kicken. Ein Schwerteisen, hab ich nicht gemacht. So, da hat jetzt irgendwas geknallt gerade, aber ich weiß nicht, was jetzt ist. Da habe ich ja ein bisschen mehr Schaden gemacht, weil ich unter die Sohle geklopft habe, oder? Mal beide Füße im Blick haben, Mist. Oh, das wird tödlich enden. Nein, das habe ich nicht. Ich wollte die Asche nicht beschwören. Ich wollte meinen Pony beschwören. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Ja, egal, jetzt habe ich sie halt. Na gut, so dauert eh lange. Meins Geduldsspiel. Warum, Pony? Nein! Es regnet heiße Asche. Au, 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 au! Es regnet heiße Asche. Au, au, au! Warum denn nur? Warum? Oh no, es wird erneut heiße Asche regnen. So eine Ungerechtigkeit. Oh fuck. Oh shit. Oh, jetzt muss ich an ihn ran. Irgendwas da jetzt reinschmeißen. Oh, da hätte ich rangekonnt, glaube ich. Fetzig. So, jetzt ist er wieder entzündet. Oh, ich habe das Spiel nicht richtig gecheckt. Jetzt, jetzt. Ran ans Gesicht. Wo ist sein Gesicht? Fuck, ich muss da aber was reinschmeißen. Ich muss da irgendwas reinschmeißen und ich weiß nicht was. Fuck, 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 fuck. Und Feuerkelch. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Hab ich nicht mehr. Oh Gott. Panische Steuerung. Ich habe alles falsch gemacht. Es war nicht die richtige Lösung. Fuck.
merke, es war nicht... Was hätte ich machen müssen? Es gab nicht so ein Gesicht wie bei dem anderen Typ. Oh, ich hänge in so einem Gerippe fest. Scheiße. No. Oh. Sein. So, er liegt, er gibt, nee, jetzt haut er wieder. Ich bin gerade mal bei der Hälfte. Ich hab's noch nicht richtig gecheckt. So, was muss ich jetzt machen? Wieso kann ich nicht in sein Gesicht irgendwas reinschmeißen? Fuck. Okay, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, ich muss irgendwas machen, ich check's nicht. Fuck! Ich hab's nicht gecheckt. Irgendwas. No, mein treues Pony. Irgendwas muss ich machen. Es ging so schnell, ich bin panisch geworden. No, ich hab's gesehen. Er wollte mich haben. Und er hat mich bekommen. Fuck. Oh, no. Oh, no, das war nicht gut. Irgendwas muss ich machen. Ich muss ihn irgendwo hauen oder so. Ich hab nicht gesehen. Es ist nicht der Topf. Irgendwas anderes muss es sein. Ja, aufgepasst. Oh oh. Das war richtig scheiße. Nein. Oh Gott, im Himmel, das dauert so lange. Das dauert einfach so lange. Es dauert einfach so fucking lange. Oh. Oh, es dauert einfach so lange. Es ist einfach die Zeit. Also beim letzten Mal, bei dem Typen, den ich das letzte Mal gemacht hatte, da hatte der halt ein Gesicht. Und dann ist der auch gestürzt und dann hatte der ein Gesicht. Und dann konnte ich ihm ins Gesicht hauen. Ich habe sein Gesicht hier nicht gefunden. Aber der muss ja auch irgendwie ein Gesicht haben. Ist es live oder eine Aufnahme, fragt Micro the Diver. Ist es eine Aufnahme? Oh, fucking, das ist unfassbar. Oh, hier halbe Stunde auf den eingeprügelt und dann das. Hatte ich eigentlich meine Träne genommen? Nö, hatte ich nicht gemacht. Jetzt liegt der wieder auf meinem Kadaver oder was? Na, nahezu, ne?
seiner Sicht bin ich so ein richtig. Eine nervige Maus, wollte ich sagen. Oh no, jetzt kommt das wieder. Schnell, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh no! Lava! Attacke! Feuersbrunst! So, lass mich jetzt fliegen, deine Beine hauen. Versuch mal da. Ah, oh, weg, weg, weg. Oh, oh. Da unten einfach da die Hufe. Ich bin gehüpft. Ich bin gehüpft wie ein Känguru. Ich muss vielleicht einfach mal vorher gucken, wie sein Gesicht ist, bevor er hinfällt. Mann, ey, ich bin auch wieder richtig. Ist das am Popo vielleicht diesmal? Wo hat er sein Gesicht? Da hätte ich rangekommen gerade, oder? Da Blut dran. Mal gleich gucken. Oh, nicht gesehen, Fuß nicht gesehen. Au, 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 das könnte schmerzhaft enden. Wo ist dein Gesicht? Am Knie? Wo ist dein Gesicht? Oh Gott, da kam der nächste Fuß wieder in die Richtung. Ja, das ist das Ende. Ja, und wenn jetzt ein Fuß kommt, dann haben wir ein Problem. Ah, oh, wir schaffen es. Da am Knie ist ein Gesicht, ein Kniegesicht, am Oberschenkel. Da. Na, jetzt geh doch mal down, ey. Ich bin gesprungen, ich schwöre bei der Pferdemeisterin Katrin Oedegaard. So, jetzt hat er. So. Okay. Wo ist. Wo ist sein Gesicht? Ich dreh durch. I turn through. Wo ist dein Gesicht? Ich check's nicht. Fuck. Ich weiß nicht, wo ich ran muss. Da! Das gibt's doch nicht. Das ist nicht sein Gesicht. Das ist einfach nicht sein Gesicht. Ich bin hier völlig falsch. Fuck. Mist. Wie der mich original getroffen hat. No. Wo ist dein vermaledeites Brandgesicht? Zeig es mir. Okay, das habe ich nicht gesehen, weil das im Weg war. Fuck, jetzt könnte ich ein. Meine Güte, jetzt bin ich ein bisschen raus.
gleich so um. So. Muss sein Gesicht, wenn man es braucht. Da, das ist doch sein Gesicht. Ich check's nicht. Alter, Leute, ich check's wirklich nicht. Ich kann auch das Pferd nicht wegräumen jetzt. Das ist so lächerlich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Dass ich es nicht checke gerade. Jetzt stehe ich hier auch noch total bescheuert. Stehe ich auch komplett bescheuert. Steht er auf diesem Gerüst? Ich bin gehüpft wie ein Gentleman. Ich hab noch ein Flask. Einzahl. Ich hol mir gleich meine Asche, weil ich einfach keinen Bock mehr hab. Weil ich nicht checke. Ah, ich kann nicht mehr weg. Boah, das ist gemein gefährlich hier mit dem Gerüst daneben. So. Wo jetzt? I don't get it. Wo? Das ist halt noch ein Gesicht, ja. Ich kann nicht mal vom Pferd absteigen. Wo bist du? Da ist was. Da sehe ich was Lilanes. Orangenes. Oh, meine Güte. Du alter Lumpensack. Boah, hat das gedauert. Unnötig lang. Oh, da ist so eine orangene Stelle. Ich bin zu sehr aufs Gesicht fixiert gewesen. Da ist einfach ein Leuchtpunkt. So komplette Basic-Anzeige für Wunderpunkt leuchtet. Ich dachte, das muss das Gesicht sein. Oh Gott im Himmel, ey. Pff.
Okay, das, da habe ich mich nicht besonders clever angestellt, aber... Oh. Endlich, das ist eine richtige Tortur gewesen. Lass uns mal gucken, was hier noch ist. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist auch nicht so einfach. Also wenn man es weiß, okay, Pipi, ne? Aber wir mal wissen, wie viele von euch das am Anfang auch nicht gecheckt haben. Ich habe ihn zweimal gestaggert und dachte, der geht nicht. Siehste, sagt Dwelven. Siehste, nämlich mindestens mal Dwelven hat das jetzt erkannt. So, jetzt können wir uns hier in Ruhe hier umsehen. Was ist hier denn alles noch? Also das ist ja ein riesiges Ding. Da muss man auch irgendwie reinkommen. Guck mal, das ist doch... Hier, das ist so ein Riesending. Vielleicht sollte ich erstmal kurz... doch einmal mir die Flasks zurückholen, das wäre ja auch dann ärgerlich. Untersuche das jetzt, da werde ich irgendwie reinkommen. Bin mir sicher, dass es geht. So, einmal kurz. Okay, also. Ich sehe da diese Leichentücher an diesem Turm, vielleicht kann ich da irgendwie hoch. Vielleicht gibt es aber auch einen Eingang. Wir haben Zeit. Ich glaube, hier ist die Tür. Geht nicht auf, glaube ich. Ja, direkt vor mir hier. Da muss ich reinkommen. Ja, keine Sorge, ich tue dir nichts. So. Möglicherweise sind in den anderen Räumlichkeiten auch noch Dinge zu finden, aber erstmal will ich diesen großen Raum identifizieren. Und das ist hier der rechts von uns. Und da wird es den Eingang. Das ist ja eher so hinten. Das ist ja vermutlich. Jetzt hör auf mich mit irgendeinem Feuer oder als Totenkopf. So, warte, da ist ein Loch in der Mauer, aber da kommen wir nicht rauf. Normalerweise muss der Eingang ja zur offenen Fläche hin sein. So, da ist ein Leichentuch. Vielleicht kann man von da rüber springen. Nee, oder? Das ist, dürfte zu weit sein. Ich glaube nicht, dass man von da... Das ist die letzte Option, die wir prüfen. Erstmal reite ich das hier ab. So, hier, was ist mit diesen Tüchern? Da komme ich nicht hoch. Ne? Ganz zu steil, oder? Ich gehe fest davon aus, dass man da irgendwie reinkommt. Der, wisst ihr was ich glaube? Der versperrt hier doch mit seinem Leib wahrscheinlich den Haupteingang, oder was macht der da? Ah, das ist zugeschüttet. Ah, warte mal. Kann ich mich hier da so durchmogeln? Ein bisschen Mogelei. Ihr seht, ne, da ist eine Öffnung. Da kann man sich da vielleicht durchmogeln. Mogel, Mogel? Nee. Ist jedenfalls offensichtlich nicht so gedacht. Ah, da kann man durch die Beine sogar schlüpfen. Guck mal. Ah, der hat das hier mit seinem Leib den Eingang geschützt. Ich nehme an, er hat ihn geschützt. Oder? Ey. Na, warte mal. Pass auf. Wir probieren mal was. Was?
Wahrscheinlich ist es Quatsch. Wir sind so klein. Kann wahrscheinlich nicht klappen. Vielleicht bin ich da oben in seinen Kopf. Aber ich komme ja nicht so richtig daran. Ne? Also hier glitsch ich runter. Also was ist nicht? Was ist denn? Ich meine, wo ist man am feurigsten? Da so. Ne? Nein, schön. Da würde ich jetzt mal in die Lände. In der Lände brennt das Feuer nicht. Warte mal, wie komme ich am besten? Von da oben. Von da oben auf den Balkon muss ich vielleicht. Kann auch sein, dass es alles Quatsch ist und es nicht klappt, aber ich probiere es von. Ich probiere mal von oben, wenn ich jetzt hier vielleicht von der Seite hochkomme. Ah ja, hier, guck mal, hier komme ich hoch. Da ist eh noch ein leckeres Item. Oh Gott. Das ist störrische Pony, ne? Hallo. So, ich glaube, die liegt hier auch nur, um uns ein bisschen auf die Fährte zu bringen, dass man hier oben hoch kann. Okay, hier ist so ein Balkon. Mal, hier ist ein Balkon. Ach doch, das... Entweder ich hüpfe da rein und komme von da oben rauf, oder ich schmeiß da jetzt so ein Ding rein. Aber ich probiere erstmal das. Nö, schade. Oh, das wäre so schön gewesen. Ja, alternativ einfach da reinhüpfen. Ja, wir können natürlich... Ah, ich... Wahrscheinlich ist das auch Quatsch, aber ich probier's jetzt noch mal. Was, wenn ich jetzt da reinhüpfe? Da ist leider auch... Da komme ich nicht rein. Gibt noch eine Topfart? Oh! Vielleicht ein Vulkantopf. Oh, warte mal. Pff, was habe ich zu verlieren aus einem Vulkantopf? Wahrscheinlich wird das auch nicht klappen. Nö. Schade. Was kann man noch bauen? Kordel. Tja, mehr habe ich nicht. Das hat leider nicht funktioniert. Schade. Ich spring da jetzt mal rein. Ah, wie ich da durchglitsch. Aber warte mal, wenn ich da... Also okay, da glitscht man komplett. Was? Der Gedanke ist richtig, nur der falsche Topf. Ich hab das Kochbuch noch nicht. Ist im Startgebiet, Ofentopf. Echt? Das ist die einzige. Aber der Gedanke ist richtig, man muss da einen Topf reinschmeißen und dann steht er auf oder so. Probier nochmal, ob ich da so durchglitschen kann. Wenn ich jetzt. Vielleicht kann ich da ja durchglitschen.
Weil da ist ja ein Loch. Und ich wenn ich da jetzt... Na, wer weiß. Ich jetzt von hier, da so... Warte mal. Da ist die Öffnung. Ich muss, da muss ich durchglitschen. Vielleicht mit richtig Anlauf. No! Oh, das war eine knappe Kiste. Oder, was ich ja auch noch vorhin gedacht hatte, war hier von darüber, aber das... Ich meine, da ist eine kleine Kante. Ich glaube es nicht, aber ich probiere es aus. Ansonsten, ich kann mir vorstellen, dass man da durchglitschen kann, durch diesen Feuertopf da. So, komme ich denn irgendwo da rauf? Oh, komme ich da nicht rauf? Warten Sie. Oh, ich komme gar nicht auf diesen Turm rauf. Ja, dann... Oder vielleicht von hier? Ah, warte mal, das geht vielleicht. Haha, geil! Da sind wir aufgaloppiert. Und jetzt? Na, das ist... Ich befürchte, das wird nicht funktionieren, aber... Probieren's. Nein. Nee, das klappt nicht. Das ist falsch. Aber man muss da irgendwie reinkommen. Das von welcher Seite? Vielleicht soll ich es nochmal da probieren. Da hinten nochmal. Wenn man hier ist, ein kaputtes Stück, aber da gibt es nicht. Oh, warte mal, von dem Turm? Nee, viel zu weit weg. Ich will da jetzt rein. Ich löse das Problem. So, da ist eine kaputte Mauer noch. Aber das ist zu hoch, oder? Ist irgendwas in der Nähe hier? Nee. Kann ich da irgendwo hochglitschen? Über so einen kaputten Baum hier oder so? Glitchy-mäßig? Oder rauf? So ein Dings-Jump wie bei Mario, ne? So hier, so hin und her, aber es geht nicht. Oh. Ich glaube nicht, dass es geht. Von der anderen Seite? Ey, gibt es nicht auch so Aschen, mit denen man fliegen kann? Oh, warte mal. Aha! Warte mal, da ist auch noch eine Säule. Einfach lang genug das Unmögliche probieren. Einfach völlig lernresistent sein und einfach dumm wie anrennen. Hammer! Die sind reingekommen!
Das freut mich jetzt. Hier ist eine Kiste. Also schon durchaus so gewollt, dass man reinkommt. Riesiger goldener. Ach, sind das die Sachen, die vorhin dieser eine da geschossen hatte? Auf mich? Ja. Zauber. Kurok! Vielen Dank, Kurok! Guck mal, hier leben so Tierchen, das ist nicht schön. Die leben hier so im Blumenfeld. Das ist so einfach idyllisch. Hier kommt nämlich eigentlich keiner mehr hin. Egal ob lebendig oder untot. Und hier haben die Tiere endlich wieder ein friedliches Zuhause. Das finde ich schön. Komm ich da auf die Catedrale rauf? Über diesen. Oh. Oh. Da kommt man 100 pro rauf. Ist da irgendwas? Auf dem Dach? Ich sollte es gleich nochmal probieren. Erstmal schaue ich mich hier um. Was ist? Aber schön ist es hier. Hier könnte man sich eine Base bauen. Hier ist man komplett sicher. Probier nochmal, ob ich da nochmal raufkomme. Langsamen Fußes trabe ich. Du das. Okay. Ist noch irgendwas? Oh, wie fast falsch gesprungen bin. Natürlich zauberhaft, wenn hier noch irgendwie auf der Rückseite was wäre. Aber es scheint mir nicht so zu sein. Schade. Aber ganz oben, ich weiß nicht, ist da noch was? Nee, das ist alles zu, da kommt man nicht hin. So, was haben wir hier noch? Ein Grabstein? Oh, 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 was ist denn hier? Muss ich erstmal abschreiben, ne? Was ist das denn? Guck mal, sind das so. Das sind Blumen. Geisterlilien oder sowas. Oh. Das steinummantelte Schwert zur Dunkelheit heben. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber natürlich mache ich ja. Oder? Wir machen ja, ne? Schwert der Finsternis. Habe ich einfach ein Schwert bekommen. Sehr nett. Das ist wirklich sehr nett. Was ist das für ein Schwert der Finsternis, das an einem Altar aus seiner steinernen Scheide gezogen wurde. Der scharfen Spitze der Waffe entspringen düstere Spiralen, die sich verbinden und wieder lösen, während ihr Wirbel und Windungen der dunklen Klinge verleihen. Form verleihen, wollte ich sagen. Einzigartiges Talent Dunkelheit. Hebt das Schwert in die Luft und spaltet die Umgebung mit Dunkelheit. Was hat er denn so für. Was braucht er denn? Wollen wir das uns mal angucken? Das ist eigentlich ganz nett. So. Den haben wir auch noch nicht probiert, den Linkshanddolch. Aber. Ach komm. Glaube. Ach. Aber wir können ihn mal in die Hand nehmen. Oh. Haha. Ist ja lustig. Und dann muss ich vielleicht R2 drücken. Oder R1 oder irgendwas. Oder? Weiß ich nicht. Vielleicht kann ich das einfach nicht machen, weil ich halt nicht genug Glaube habe, ne? Oh, scheint mir so zu sein. Ja, wieder ein Grund mehr, noch ein bisschen zu leveln. Ich glaube, wir haben jetzt alles in diesem Innenraum. Ich würde jetzt hier rausgehen. Ihr könnt noch schreien, wenn ich hier was vergessen habe. Damit ich da nicht nochmal hochgaloppieren muss. Aber ich würde jetzt versuchen, durch die Lände des Riesen eine Kehrtwende durch die Lände sozusagen machen. Oder muss ich eventuell über den Turm rüberspringen? Ja, ich glaube, ich muss über den Turm. Ja, er lässt mich hier nicht. Alles klar.
dann muss ich vermutlich hier hoch und dann da runter springen. Oder? Ach, war ich zu geduldig. Kannst du noch in die Kathedrale? Da war ich doch gerade. Kennst du? Was? Wo war noch was? Wo war noch was? Da war ich doch drin. Wo war noch was? Hier ist doch nichts mehr. Arigato. Was habe ich übersehen? Mein Gefühl ist, ich habe alles. Ah, okay, ihr habt euch getäuscht. Das kann ja mal vorkommen. Da will ich nicht so streng sein, als jemand, der selbst sehr wenige Fehler macht. Das ist für mich natürlich nicht so nachvollziehbar, wie das passieren kann. Aber ich will euch an dieser Stelle keinen allzu großen Vorwurf machen. Rauf da. Ich muss von hier wahrscheinlich. Nein, nicht Nils Bumhoff. Ah, komm raus. Ah, okay, von hier komme ich raus. Oh, ich könnte auf den. Dumm. Ich wollte nochmal auf die Zinnen rauf. Und das war keine gute Idee. Ich kann ja vielleicht auch von da direkt rüberspringen. Also nicht in einem Turm. So, Pony, komm her. Oh Gott. Lass dir Zeit, dann wird es besser. Lieber langsam. So. Langsam und bedächtig, dann kommt man auch ans Ziel. Oh. Achso, ich kann auch die kaputte Mauer. Ja, ich gehe jetzt hier rauf. Das ist jetzt mein Weg, für den ich mich entschieden habe. So. Aua. Wird vielleicht wehtun? Ja, ein bisschen. Okay. Sehr gut. Ja, das war doch ganz schön lange hier, dieses Gebiet. Die Frage ist, wohin reiten wir jetzt als nächstes durch diese Schlucht, nehme ich mal an. Aber das ist ein Wasserfall. Das sieht mir so aus, als wenn ich hier nicht weiterkomme. Eventuell eine Sackgasse. Oder eine Sarggasse, weil wir sind ja mit dem Sarg hier runtergepäst. Hier ist ja noch eine Gnade. Huch. Warum ist denn hier auch noch eine? Kann man auch von der anderen Seite kommen, oder was? Oh, ich bin ein bisschen versucht, da runter zu springen. Ich könnte mich auch einfach jetzt kurz einmal hinsetzen. Das ist mir total egal, ich habe ja nichts geleistet hier in dieser Gegend. Ein bisschen versucht. Ich glaube, ich habe aber hier nichts mehr, oder? So, wollen wir unser Pony nehmen? Okay, hier ist der Pfad, den wir langkommen. Alles klar. Ist hier irgendwas? Oder ist das nur eine Falle? Das ist nur eine Falle. Oh shit, da kommen wir doch rüber, oder Pony? Was sagst du? Was ist das da hinten für eine Ekelhaftigkeit? Mehrere Ekelhaftigkeiten. Interessiert mich aber gar nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich da irgendwann nochmal runterkomme. Ach nee. Hör auf, ich will nur gucken. Ich hab ein Schwert in der Hand gehabt. So. Den anderen lasse ich am Leben, wenn er mich in Ruhe lässt. Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Da werde ich leider sterben.
wenn ich mich dort hinunter wage. Aber ich würde es sehr gern sehen. Ich kann aber auf die andere Seite rüber und dann da links lang. Und dann auch nochmal zurück, weil da ist bestimmt noch eine Leckerei. Na, das ist nicht die Leckerei, von der ich gesprochen habe. Aber da hinten habe ich doch was gesehen. Ein beutegeschultes Auge hat doch hier und da. Guck mal hin. Aber erst muss ich mich wieder mit so einer Ekelhaftigkeit auseinandersetzen. Hast du mein Pony? Ach, Scheiße. So, Schluss jetzt. Was haben wir hier Feines? Ach, schön Fliegenschimmel. Sehr gut. Wisst ihr was? Bin ein bisschen versucht. Da leben ja Sachen. Also, war ich da schon? Wenn ich jetzt auf diese Felsspitze da springe. Wenn ich jetzt, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich jetzt da auf, tu es nicht, warum? Traust du mir nicht zu? Na gut, dann machen wir das nicht. Aber es ist verlockend. Es ist verlockend. So, dann reiten wir mal hier weiter. Wo kommen wir denn da hin? Da ist wieder so ein Friedhof mit so seltsamen Gestalten. Das sind so komische Geier wieder. Hi. Dieser Seite womöglich nicht rüber. Das würde ich nicht schaffen, glaube ich. Ist so weit weg. Wie da war ich denn? Ach so, warte mal. Ja, ich war aber eine Ebene weiter oben. Wo ich da schon war. Da geht es auf jeden Fall auch runter. Schaut mal. Ah, das wird zu weit sein. So viele, die haben ein Nest. Au. Oh Mann. Wie viele gibt's von denen hier? Kann mein Pferd nicht eigentlich auch mal beißen lernen? Die Pferde können auch richtig gut zubeißen. Können auch mal ein bisschen mithelfen. Also. Was ist da denn? Warte mal, das ist doch. Komm ich doch runter. Vielleicht. Ja, das machen wir gleich. Erstmal gucken wir hier. Oh, da ist eine Gnade. Hallo? Richtig gut. Oder guck mal, da lauern welche da unten. Habt ihr gesehen? Ja, ich probiere mal einfach. Einfach in die Dunkelheit hinab. Also. Da kommt man ja irgendwie wieder rauf. Gehen wir erstmal hier weiter. Schnappen uns die Gnade. Jetzt habe ich immer noch diesen Vulkantopf. Oh, guck mal da. Oh, da sind diese Steintreppen. Wo waren jetzt die Biester da oben, ne? Arschloch. Ist da oben irgendwas? Hätte ich... Außer Fliegenkacker ist da wahrscheinlich nichts.
So, jetzt haben wir erstmal eine Gnade. Und zwar hier unterhalb dieser Brücke, ist klar. Also, pass auf. Ganz in Ruhe. Jetzt haben wir erstmal hier uns diese Gnade gesichert. Wir können ja jederzeit wieder herkommen. Hier geht's wieder runter. Das ist interessant. Oh, was ist hier noch? In dem Fall waren wir noch nicht. Ja, kommt der Reihe nach, das finde ich gut. Unhöflich. Wir haben Ehre. Ey! So, dieser kleine dunkle Pfad. Dieses Geschmeiß. Was? Ah ne, hier geht's auch noch weiter runter. Bin mir nicht sicher, ob es vielleicht in die andere Richtung auch noch hätte weitergehen können, aber dafür gibt es ja diese Gnade, dass man da jederzeit hin zurückkehren kann, um zu schauen, ob es da noch einen Alternativweg geht. Hier sehen wir die Wipfel der Bäume. Normalerweise würde ich da jetzt an die Bäume ranspringen und mich dann so runtergleiten lassen. Aber das können wir hier nicht. Aber in echt würde ich das machen. Ach du Scheiße. Okay, das ist das Problem. Das gibt man sofort. Okay. Ja, das war doof. Aber wir haben ja. Er ist auch so ein agiler Tänzer einfach. Kannst dir gerade noch markieren, wo du nochmal hin zurück willst. Stimmt. Mhm. Das ist auch ein ganz guter Vorschlag. Das können wir auch machen. So. Aber jetzt aber nicht zu überheblich werden. Eigentlich würde ich die jetzt ignorieren, aber ich weiß auch, wie das ist. Dann fallen die mir in den Rücken, oder? Also komm, ich ignoriere sie. Die sind ja auch ein bisschen doof. Häng ich da wieder an der. Wie die sich alle auf mich stürzen, guck dich mal an. Die ganze Zeit waren die so richtig kleine Schisser-Maden. Aber in dem Moment, wo die so einen Rollboy dabei haben, werden die auf einmal richtig aggro. Das geht natürlich nicht. Ich hab ein bisschen Angst um meine Seelen. Dass ich jetzt einen dummen Fehler mache. Dominanzverhalten, über sie rüberspringen. Ist in der Natur ein absolutes Dominanzverhalten. Meine leckeren Seelen. Oh, ich wecke hier alle auf aus Versehen. Ich habe die ganze Meute am Hals. Nee, wisst ihr was? Wir können ja auch einfach kurz mal eben weiterlaufen. Und ihr seid mir ehrlich gesagt total egal. Wenn jetzt einer mit... Ja, komm runter, das ist okay mit mir. Trau dich. Jetzt auch einen Bogen auspacken. Was machst du denn dann? Was macht er, wenn ich den Bogen auspacke? Oh, ich habe einen neuen Bogen. Schlangenbogen. Oh. Mächtiger Schuss. Okay. So, was machst du denn jetzt? Warte mal, ich will meinen Bogen haben. Ey! Kann ich den auf dem Pferd nicht führen? Wade. Oh, jetzt ist er weg! Oh, jetzt bin ich richtig sauer.
guck mal. Jetzt ist er weg. Nur diese Hässlichkeit da oben. Die macht überhaupt keinen Schaden. Na egal. Dann lass uns den Spaß weiter fortführen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Zack. Zack. Wird ja wohl nicht Schluss sein. Nee. Ah. Okay. Ist hier auf dieser Ebene irgendwas? Nope. Nope. Dann geht's hier weiter. Ich finde, hier ist auch ein guter Ort für eine kleine Höhle in der Wand. Die man erst nicht so wahrnimmt und dann, weil man vielleicht auch eine Ebene so ein bisschen überspringt und dann so eine kleine geheime Höhle. Aber nein. So. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Oh, was ist das? Oh nein! Der will Ärger. Nee? Du treffst ihn nicht. Okay. Ich bin sauer. Das ist... Ekelhaftigkeiten! Die lassen nur Fliegenschimmel da. Mehr haben die nicht. Wir brauchen die auch gar nicht. Also die einzige Handelsware, die sie haben. Was kostet das denn? 7 Fliegenschimmel. Oh ja, und was kostet dieser Fliegenschimmel da? Der Fliegenschimmel da rechts? Nee, den einen weiter. Ach, der Fliegen. Ja, den haben wir gerade. Der kostet 7. Auch 7 Fliegen. Wie jetzt? Der Fliegenschimmel kostet 7 Fliegenschimmel und der andere Fliegenschimmel kostet auch 7 Fliegen. Ja, der ist im Angebot. Hat der letzte Woche nicht noch 6 Fliegenschimmel gekostet? Ja, der ist im Angebot. Ja, aber. Also wenn er erst 6 Fliegenschimmel gekostet hat und jetzt kostet er 7 Fliegenschimmel, ist doch kein Angebot. Doch, weil er ist 2 Fliegenschimmel teurer geworden. Er kostet eigentlich 8 Fliegenschimmel. Aber durch das Angebot kostet er jetzt nur noch 7 Fliegenschimmel. Also sie wollen mir jetzt Fliegenschimmel für 7 Fliegenschimmel verkaufen, der gestern noch 6 Fliegenschimmel gekostet hat. Ja, so ist es. Das ist ein Tagespreise. Ah ja, na gut. Da hätte ich gern 14 Fliegenschimmel. Ja, das macht dann 14 mal 6. Das ist viel. Das ist ganz viel. Das kann ich nicht ausrechnen. Wir haben die Mathematik nicht erfunden. Wir sind ja nur dumme Fliegen. Ah ja, okay, dann kommen sie doch morgen wieder. Das ist das Fliegenschimmel im Angebot. Kostet dann nur noch 5 Fliegenschimmel. Ah ja, okay. Ey, kann ich jetzt hier runter? Ich glaube ja. Und die Antwort ist ja. So, was ist das hier wieder Schönes? Das ist doch ein Friedhof. Da ist noch ein Kartenstück. Vielleicht kommen wir von der Seite hier zum Kartenstück. Hat die nicht hier irgendwas Feines? Oftmals haben doch so Statuen. Fliegenschimmelogie, ja. Die Fliegenschimmelogie. Erstmal in diese Richtung. Oh, guck mal hier. Hier schon wieder, die sind überall, die werden angeheuert überall so als Wächter und die machen immer einen schlechten Job. Was bist du? Oh ne, das ist ein Grabstein. Oh nein, der macht einen guten Job. Ihr kennt doch so, da sind doch viele von denen. Ihr kennt doch so diese Gruselfilme, wenn dann so Hände nach einem greifen aus dem Grab. Das sind ja eigentlich dann Grabsteine. Habt ihr mal drüber nachgedacht? Also ich werde natürlich gleich dann dieses Tor reingehen, ist doch klar. Aber erstmal gucke ich ganz kurz
hier um die Ecke, um mich ein bisschen zu orientieren, was hier noch so ist. Wissen. Klippe, da ist gar nichts. Okay. Na los, dann gehen wir doch mal rein. Satz heiße Ohren. Habt ihr das gesehen? Hab ich von hinten gehauen. So, während der Animation könnt ihr mir gar nichts. Guck mal, wie viele das noch sind. Und was jetzt? Oh, die sind richtig sauer. Richtig, richtig saure Leute sind das gerade. Und ein weiterer Dungeon. Tief geht's hinab. Und da ist eine Gnade. Na, das ist doch fantastisch. Hätten sie es schon eins. Gnade entdeckt. Ich mach diesmal hier direkt den Roller. Gegen diese Wand. Ah, schon wieder nicht. Vielleicht ja hier. Nein! Oder hier. Auch nicht. Naja, ein Versuch war es wert. So, das ist ein toller Dungeon. Und der Beginn einer weiteren Reise, eines weiteren Abenteuers. Und ich finde ja, der erste Schritt in ein neues Abenteuer ist oftmals der letzte Schritt in eine Folge. Wir machen an dieser Stelle eine kleine Folgenpause. Die Folge ist 2,5 Stunden lang geworden, was zu einem großen Teil daran liegt, dass ich eine gute Stunde gegen diesen Feuerriesen angeritten bin, weil ich nicht gecheckt habe, wo sein Wunderpunkt ist. Natürlich ärgerlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Es scheint mir niemals aufzuhören. Überall sind Geheimnisse, neue Gebiete, neue Waffen, neue Gegner, neue Items. Das ist unfassbar, dieses Spiel. Wie groß es ist, wie schön es ist, wie viel Abenteuer man hier erleben kann. Das ist komplett irre. Das ist wirklich ein Meilenstein, dieses Spiel. Lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn Wilbald wieder wildert. Tschüss, Leute.